Für diesen wunderbaren Wichtel brauchen wir eine ganze Menge Material, wie ihr seht. Wir brauchen etwas für den Körper. Bei mir wird das gelb. Dann für die Nase ein bisschen Restwolle, für den Bart in weiß. Dann für das Kleeblatt, da könnt ihr helles Grün nehmen, da könnt ihr dunkles Grün nehmen, da könnt ihr jedes Grün nehmen, was euch gefällt. Und ein ganz tolles Bundesgarn für die Mütze. Da habe ich hier die Cotton Quick Print. Da, die bringt schon den Farbverlauf selber mit. Und das gibt ein ganz tolles Spezial. So, dann können wir entweder einen Stein oder Kirschkerne oder einen Gardinenring 3 cm oder was auch immer euch gefällt, Granulat, ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Tut bitte keinen Reis rein, weil das quillt auf. Hier in den kleinen Mann habe ich zum Beispiel hier unten einen Gardinenring drin mit den 3 cm, deswegen ist das hier so fest. Und in den, den ich mit euch jetzt zusammen mache, kommen unten Kirschkerne rein. So, Füllwatte, eine Schere, eine Nadel, die Häkelnadel 3 und einen Maschenmarkierer. Als Wolle benutzen wir hier alles reine Baumwolle. Ich habe hier Gründel gemischt, ich habe hier was von Hobby. Also von der Gründel ist es, das hier ist die einzigste Quick, der Rest ist alles Fun. Und das ist die 4/8er von Hobby. Genau, die 4/8er war das. Moment, ich gucke nochmal nach. Das war hier die Babycotton Midi, nur in einer anderen Farbe. Und das ist die... steht nicht drauf oder ich sehe es gerade nicht. Also auf jeden Fall die hier nur in einer anderen Farbe. Da könnt ihr aber auch jede Baumwolle verwenden, die euch gefällt. So, wir beginnen mit dem Körper, deswegen erstmal alles zur Seite. Die Kirschkerne brauchen wir dann jetzt gleich und die Füllwatte. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe. Und häkeln erst einmal 4 Luftmaschen. Wer den Magic Ring machen möchte, macht diesen und häkelt in den gleich 6 feste Maschen. Ich mache jetzt die 4 Luftmaschen. Schließe die mit einer Kettmasche in die erste Masche zum Ring. Und jetzt kommen in die Mitte von diesem mini kleinen Ring 6 feste Maschen. 1 2 4, 5 und die 6. So, wir verdoppeln jetzt jede von diesen 6 Maschen. Das heißt, wir stechen in die erste Masche ein und häkeln da rein eine feste Masche und stechen gleich noch einmal in die erste feste Masche ein und häkeln eine zweite feste Masche. In die zweite Masche kommen auch 2 Maschen, so dass dann am Ende von den 6 Maschen dann noch 12 da sind. So, jetzt haben wir unsere 12 Maschen. Wir setzen uns den Maschenmarkierer und wir verdoppeln jetzt jede zweite Masche. Das heißt, in die erste stechen wir ein und häkeln da rein eine feste Masche und in die zweite kommen dann 2 feste Maschen. Dann wieder in die dritte Masche eine und in die vierte 2. Danach in der Runde verdoppeln wir jede dritte, dann jede vierte, dann fünfte, dann sechste und dann siebte Masche. Das bedeutet dann in die ersten 6 Maschen jeweils eine feste Masche und in die siebte kommt dann 2 feste Maschen. So, und wenn wir soweit sind, sehen wir uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, wenn wir unsere Verdopplungen gemacht haben, sieht das Ganze dann so aus. Ich habe mir hier übrigens jetzt nochmal einen Gardinenring hingelegt, um euch das dann mal zu zeigen, wie man das einlegt. So, als nächstes kommen jetzt 9 Runden, wo wir in jede Masche eine Masche reinhäkeln.
Das heißt, wir machen jetzt keine Zunahme mehr, sondern wirklich nur noch in jede Masche eine Masche. Ihr seht schön feste Maschen, eine feste Masche pro Masche. So, ich mache mal schnell meine 9 Runden und wir sehen uns dann gleich wieder. So, haben wir den Schritt dann auch geschafft. Jetzt häkeln wir in die ersten 7 Maschen jeweils eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wer noch nicht hat, wendet bitte, so dass wir die schöne Seite außen haben. Jetzt stechen wir nur in das vordere Maschenglied der 8. Masche ein. Holen uns den Faden und stechen nur in das vordere Maschenglied der 9. Masche ein. Holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch alle 3 Schlaufen durch. Und jetzt wieder 7 normale feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und bei der 8. Masche nur durch das vordere Maschenglied Faden holen und bei der 9. nur das vordere Maschenglied Faden holen und abgewascht. Ja, das machen wir jetzt die gesamte Runde und wenn wir die Runde geschafft haben, kommen 2 Runden Masche pro Masche. Das heißt, hier wird jetzt jede 8. und 9. Masche zusammen abgenommen und dann kommen 2 Runden, wo wir in jede Masche eine feste Masche reinhäkeln. Wenn wir die 2 Runden geschafft haben, setzen wir uns den Marker um. So, in der nächsten Runde, das heißt jetzt in der 3. Runde unserer Abnahmen, häkeln wir jede 7. und 8. Masche zusammen. Das heißt, 6 normale Maschen, dann 7 und 8 zusammen. Dann kommt eine Runde Masche pro Masche drüber. In der nächsten Runde häkeln wir dann jede 6. und 7. zusammen. Das heißt 5 normale Maschen und dann die 6 und die 7 zusammen. Danach wieder eine Runde feste Maschen drüber. So, danach in der Runde häkeln wir 4 normale feste Maschen und die 5 und die 6 zusammen. Da kommt jetzt mal keine feste Masche drüber. Da gehen wir dann gleich weiter in die nächste Abnahmerunde und zwar 3 feste Maschen und die 4 und die 5 zusammen. Also zwischen der 5 und der 6 und der 4 und der 5 zusammen in dieser Runde keine feste Maschenreihe dazwischen, sondern wirklich gleich danach die nächste Abnahmerunde. So, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in, machen wir genau in der Runde. Dann können wir nämlich gleich füllen und auch uns den Gardinenring mal etwas genauer anschauen, wie das dann geht. Also, wir sehen uns dann wieder, wenn wir jede 5. und 6. Masche zusammen gehäkelt haben. Das heißt, 4 normale feste Maschen und die 5 und die 6 dann zusammen. Und nach dieser Runde sehen wir uns dann wieder. Bis dahin immer eine Zwischenrunde normale feste Maschen. So, meine Lieben, wenn wir das soweit haben, sieht das Ganze jetzt so aus. Und jetzt wollten wir ja den Gardinenring uns anschauen. Also, den schnappen wir uns dann einfach, legen den hier in das Loch und tun ihn gerade im Boden ausrichten, so dass wir dann hier, dass wir das so mittig haben, hier im Prinzip zuhalten können und unser Anfang wunderbar in der Mitte ist. Und dann kommt da noch Füllwatte rein. So, ich wollte den aber ja jetzt mit Kirschkern machen. Da seht ihr auch gleich die zweite Variante. Mit einem Stein geht das ganz genauso. Jetzt einfach in die Mitte den Stein rein und dann noch Füllwatte oben drauf. So, mit den Kirschkernen.
habe ich eine ganz einfache Befüllung. Ich mache hier unten schön Kirschkerne rein, drücke die schön fest und jetzt kommt Füllwatte drauf. Und wie ihr seht, das steht jetzt gleich schon wie eine 1. Und auch unser Gardinenring steht wie eine 1. Da. So, in der nächsten Runde. Wir stopfen jetzt immer wieder ein bisschen nach, immer so peu à peu. Also lasst euch noch ein bisschen Füllwatte da. Nehmt euch vielleicht noch einen Stift dazu, damit ihr dann, wenn die Öffnung immer kleiner wird, leichter stopfen könnt. So, in der nächsten Runde machen wir 3 normale Maschen und häkeln die 4 und die 5 zusammen. Danach kommt dann 2 normale Maschen und die 3 und die 4 wird zusammen gehäkelt. Und dann gibt es nur noch eine feste Masche und die 2 und die 3 wird zusammen gehäkelt. Zwischendurch immer nachstopfen, bitte. So, als letztes machen wir dann im Prinzip alles eine Abnahme, bis wir dann die Runde geschlossen haben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir soweit sind, dass wir nur noch eine Masche gemacht haben und die 2 und die 3 zusammen. Wenn wir soweit sind, sehen wir uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, wie ihr seht, die Füllwatte ist komplett weg und komplett hier drin. Ich bin jetzt in der Reihe, wo wir jede Masche miteinander abmaschen. Hier gehe ich jetzt einfach durch beide Maschenglieder durch und mache das so ab, weil das Stück ist dann sowieso unter der Mütze verschwunden und das sieht man dann eh nicht. So, Marker raus, Faden recht großzügig abschneiden. Das kleine Löchlein, das schließen wir jetzt gleich mit der Nadel. Dafür gehen wir jetzt einfach im Zickzack durch unsere Maschen durch. Das heißt einmal von außen, einmal von innen. Ziehen kurz an und jetzt können wir das Ganze vernähen und das Löchlein ist versteckt. So, und unser Körper ist damit auch schon fertig. Gelb kann zur Seite und weiter geht's mit Weiß. Und wie ihr seht, so langsam lichtet sich dann auch unsere Wolle, die wir hier oben liegen haben. Na gut, die seht ihr nicht, es ist außerhalb des Bildes. Ja, ja. So, wir schlagen wieder eine Anfangsschlaufe an und häkeln 2 Maschen. 1, 2. In die erste Masche kommen jetzt 2 feste Maschen. 1, 2. So, ich tue mal den Körper ein Stück zur Seite, dass wir hier jetzt Blick auf Weiß haben. Eine Wendeluftmasche und wir drehen das Ganze. Wir stechen jetzt in die erste Masche ein, gehen mit dem Mittelfinger
über unseren Faden und drücken den ein bisschen nach unten und holen uns den Faden und machen eine feste Masche. Finger lösen. Wir gehen in die zweite Masche ein, drücken mit dem Mittelfinger den Faden nach unten, holen uns den Arbeitsfaden und machen eine feste Masche. Eine Wendeluftmasche, Finger lösen. Jetzt haben wir hier so zwei lustige Schlaufen. Die erste Masche wird verdoppelt, da kommen zwei feste Maschen rein. Und die zweite Masche wird verdoppelt, da kommen zwei feste Maschen rein. Eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze wieder. In die erste Masche stechen wir ein, drücken mit dem Mittelfinger unseren Arbeitsfaden nach unten, holen uns den Faden und machen eine feste Masche. Die nächste Masche einstechen, Faden nach unten drücken und eine feste Masche häkeln. Wir häkeln im Prinzip immer unseren Finger mit ein. Und wie ihr seht, das machen wir jetzt viermal in der Runde. Eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Die erste Masche wird wieder verdoppelt. Und jetzt zwei feste normale Maschen, das heißt in jede von den beiden Maschen eine feste Masche und in die letzte Masche wieder zwei feste Maschen. Eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze wieder. In die erste Masche stechen wir ein, drücken den Faden nach unten und machen unsere feste Masche. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 feste Maschen in dieser Runde. Macht eure feste Masche wirklich schön straff, dass wir dann keine Löcher im Bart haben. So, und so sieht das Ganze jetzt schon von vorne aus. Wir machen jetzt im Prinzip diesen süßen, kleinen, flauschigen Bart. Und wenn ich ihn auflege, seht ihr schon, viel ist es nicht mehr. So, wir haben jetzt 6 feste Maschen. Wir machen das Ganze jetzt noch über 2 Verdopplungsrunden. In der nächsten Runde haben wir 8. Auf der Rückrunde wieder unseren Schlaufenstich. Dann wieder verdoppeln auf 10 Maschen und in der Rückrunde wieder unseren Schlaufenstich. So, meine Lieben, wenn wir unsere 10 Maschen haben, ich bin jetzt noch einmal zurückgegangen mit unserem Schlaufenstich. Wir verdoppeln jetzt nur noch auf dieser Seite und teilen unsere 10 Maschen durch 2. Das heißt, hier verdoppeln wir jetzt. Wir zählen das jetzt aber mal bitte als 1, dass man einfach besser zählen kann. So, 2. 3, 4, 5, Wendeluftmasche. Jetzt gibt es hier gleich unseren Schlaufenstich. Wer den Schlaufenstich nicht beherrscht, bitte einmal im Community-Bereich nachschauen. Da ist ein Video verlinkt, wo der Schlaufenstich ganz, ganz, ganz genau gezeigt wird. Oder schaut einfach mal bei mir auf dem kleinen Kanal vorbei, da findet ihr das Video auch. So, Wendeluftmasche, wir wenden das Ganze. Jetzt häkeln wir uns bis 4 Maschen vorher. Oder ihr nehmt die beiden, wenn ihr es schön als V haben wollt, könnt ihr auch die beiden Maschen zusammen abnehmen. Außen verdoppeln wir wieder. Jetzt häkeln wir uns wieder bis rüber. So, entweder lasst ihr jetzt die 5. Masche der Vorrunde einfach weg. Oder ihr nehmt jetzt Masche 4 und Masche 5 zusammen ab. Ich nehme die beiden jetzt einfach zusammen ab, damit das ein schöneres V ergibt.
So, Wendeluftmasche und nochmal unseren Schlaufenstich bis rüber. Einmal durchziehen, Faden abschneiden, mit der Seite vom Bärtchen sind wir fertig. So, und jetzt gehen wir auf die Seite. Wir stechen in die fünfte Masche ein, setzen da unseren Faden neu an und häkeln uns wieder bis nach außen und außen wird die letzte Masche wieder verdoppelt. Das ist jetzt Masche Nummer 5 und die wird verdoppelt. Wendeluftmasche und wir machen wieder unseren geliebten Schlaufenstich. Dass wir ein richtig schönes, volles Bärtchen bekommen. So, Wendeluftmasche, wir wenden das Ganze. Jetzt nehmen wir Masche 1 und Masche 2 zusammen ab. Masche 1 und Masche 2 wird zusammen abgenommen und jetzt häkeln wir uns ganz normal wieder rüber. Und wieder Masche Nummer 5. Dadurch, dass wir ja auf der einen Reihe zugenommen haben, sind wir jetzt hier auch wieder bei 5 Maschen. Und jetzt häkeln wir noch Masche Nummer 6. Einmal wenden, also sprich eine Wendeluftmasche und jetzt nochmal unseren gesüßten kleinen Schlaufenstich. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Bärtchen. So, Faden abschneiden, noch einmal durch, festziehen und unseren Körper geschnappt. Und da haben wir unser Bärtchen. Natürlich müssen wir die Fäden dann hier noch vernähen, das ist ja ganz klar. So, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Mütze und eine Nase. Wir wollen ja, dass der kleine Kerl zum Schluss dann so aussieht. Im Moment sieht er so aus. Ihr könnt selbstverständlich den Faden dann hängen lassen, mit dem könnt ihr dann den Bart annehmen, wenn ihr soweit seid. Ich vernähe jetzt bei mir mal ganz schnell, einfach aus dem Grund, dass es sich dann einfach schöner zeigt, als wenn wir hier ganz viele Einzelfädchen hängen haben. Ist die Optik für die Kamera. Ihr macht es dann einfach praktisch, lasst die Fädchen hängen, schneidet es auch ein bisschen länger ab, dass ihr dann mit den Fädchen gleich den Bart annähen könnt. So, ich zwicke uns gerade den Bart ein bisschen mit Nadeln an. Einfach, dass wir uns das schon mal schöner anschauen können. Wer ihn ein bisschen kürzer haben will, macht ein paar Maschen weniger, macht hier nicht 10, macht vielleicht nur 8 oder 6. Aber ich finde das mit 10 ganz niedlich. So, für die Mütze habe ich das Gründel Cotton Quick Print. Das ist hier so ein ganz, ganz dünn buntes Garn. Da könnt ihr aber auch jedes bunte Garn nehmen, was euch gefällt. So, wir schlagen jetzt als allererstes 6 feste Maschen im Ring an. Also, wer den Magic Ring machen will, macht diesen und häkelt in diesen 6 feste Maschen. Ich mache jetzt in meinem Fall schnell 4 Luftmaschen, schließe die mit einer Kettmasche zum Ring und häkel in diesen Ring 6 feste Maschen. Manche machen auch nur 2 Luftmaschen und häkeln dann in die erste dann ihre 6 Maschen rein. Da gibt es ganz unterschiedliche Versionen. Zwei,
3, 4, 5 und die 6. Wie ihr seht, ich nehme gleich meinen Anfangsfaden mit und häkel den gleich ein bisschen mit ein. So, jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. Also ein kleiner Marker an die Hand. Und am Ende kommen wir bei 9 Maschen raus. Also, die erste nicht, da kommt eine feste Masche rein. Die 2, ja. Da kommen jetzt 2 feste Maschen in die gleiche Masche. Die 3 nicht. Die 4, ja. Die 5 nicht. Und die Masche, wo unser Marker drin ist, die wird verdoppelt. Jetzt kommt in jede Masche eine Masche. So, in der nächsten Runde wird jede dritte Masche verdoppelt. Danach in der Runde wieder Masche pro Masche. Danach jede vierte, dann wieder Masche pro Masche, dann jede fünfte, dann Masche pro Masche. Und das geht so lange weiter, bis wir jede 13. Masche verdoppelt haben. Also ich habe hier jetzt jede dritte. Nein, jede zweite habe ich jetzt. Genau. Also ich verdoppel ja jetzt jede dritte Masche. Und das geht dann noch über ein paar Runden so weit, dass es immer im Abwechsel ist. Einmal die Verdopplungsrunde und einmal die Runde, wo wir Masche pro Masche häkeln. Das heißt, in die erste Masche kommt jetzt bei mir nichts rein, also keine Verdopplung. In die zweite Masche keine Verdopplung und in die dritte Masche kommt die Verdopplung. Danach in der Runde kommt in jede Masche eine Masche. Danach in der Runde in jede vierte Masche die Verdopplung. Und so weiter, bis wir jede 13. Masche verdoppelt haben. So, jetzt habe ich gleich die Runde mit euch zusammen gemacht. Und die vorletzte Verdopplung kommt da rein, wo unser kleiner hübscher Marker sitzt. So, jetzt wieder Masche pro Masche und so weiter, bis wir jede 13. Masche verdoppelt haben. So, meine Lieben, nachdem wir jede 13. Masche verdoppelt haben, wird nochmal eine Masche pro Masche gehäkelt. Und jetzt wird es richtig spaßig. Und zwar, wir verdoppeln jetzt jede 4. Masche. Also, 1... 2, 3 und in die 4 kommen jetzt 2 Maschen hinein. Und noch einmal. 1, 2, 3 und in die 4 dann 2 Maschen. Das machen wir jetzt so die gesamte Runde. Und in der nächsten Runde wird dann wieder Masche pro Masche gehäkelt. Danach in der dritten Runde, also von jetzt an gezählt, das hier ist jetzt die erste, dann Masche pro Masche ist die zweite. Und die dritte Runde ist jede vierte Masche. Entschuldigt bitte, dass ihr ein Schmunzeln hier hört, aber es dringen seltsame Geräusche durch das Fenster und ich ermisse mich gerade köstlich. So, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder nach den drei Runden. Also jetzt jede vierte Masche, dann Masche pro Masche und danach in der Runde wieder jede vierte Masche. So, wenn wir die drei Runden geschafft haben, stechen wir jetzt noch einmal in die nächste Masche ein, ziehen uns den Faden durch, schneiden ihn bitte vorher ab und ziehen ihn dann durch die Masche auf unserer Nadel. Das heißt, wir beenden das Ganze jetzt hier mit einer Kettmasche. So, und damit rundet sich der Hut auch wunderbar ab. So sieht der ganze Schatz jetzt schon aus. Den Faden könnt ihr auch schon gleich vernähen, der ärgert er uns nicht mehr. Oder ihr nutzt ihn, wenn ihr ein bisschen länger abgeschnitten habt, gleich zum Annähen.
ich nähe ihn jetzt hier, oder ich vernähe ihn jetzt hier erst einmal, dass er uns zum Schauen nicht stört. Ich habe ja noch ein bisschen Garn da und da mache ich dann einfach noch mal ein Stück Faden ab. Aber so können wir schon mal besser schauen. So, jetzt wenden wir das Ganze. Ah, hier ist mein Anfangsfädchen. Das kann ich aber gleich einfach abschneiden, weil das hatte ich ja schon mitgeführt. So, hier ist unser kleiner Kerl mit seinem angesteckten Bart. Ich habe den Bart schon mal in der Zwischenzeit ein kleines bisschen in Form gestrichen, also einfach so mit dem Daumen drüber. Und hier ist dann schon das Hütchen. Ja, ein bisschen was fehlt noch, aber das machen wir jetzt fertig. Wir schnappen uns einfach irgendeinen Rest von Grün, was wir brauchen. Und Rosa haben wir natürlich dann für die Nase auch schon parat liegen. Ich habe jetzt nicht ganz das gleiche Grün nochmal, weil der Rest ist leider alle. Ich habe es jetzt so ein bisschen dunkler. Das macht aber auch überhaupt nichts. Sieht auch süß aus. So, wir schlagen eine Anfangsschlaufe an und häkeln drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Diese drei Luftmaschen schließen wir mit einer Kettmasche zu einem Ring. So, jetzt kommen drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Ein Umschlag und wir häkeln jetzt in diesen kleinen Ring drei Stäbchen. Also in die Mitte einstechen, Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen durch zwei, Faden holen durch zwei. Stäbchen 1, Umschlag, wieder in den Ring und nochmal Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen durch zwei, Faden holen durch zwei. Das waren jetzt zwei Stäbchen. Wir machen noch ein drittes Stäbchen. Schlagen jetzt drei Luftmaschen an. Eins, zwei, drei. Und diese machen wir mit einer Kettmasche in den Ring fest. So, das war Blatt Nummer 1. Drei Luftmaschen und wieder drei Stäbchen in den Ring. Jetzt haben wir auch mehr Fläche zum Anfassen. Jetzt geht das Ganze ein bisschen gemütlicher. Stäbchen 2. Stäbchen 3 und 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in den Ring. Halt, Kettmasche, so. Und wieder 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Passt bitte auf, dass euer Faden jetzt nicht das andere Blütenblatt zusammendrückt, dass ihr da wirklich dazwischen einstecht. Also wenn wir das jetzt so haben, dass wir den Faden nicht hier drüber führen, sonst wird er uns das Blütenblatt zusammenknietschen. Wir wollen das ja hier so an der Seite haben. Eins. Zwei. Und die drei. Drei Luftmaschen und mit einer Kettmasche festgemacht. Wieder auf das Blütenblatt achten, dass wir uns das nicht zusammendrücken. So, jetzt haben wir schon das dritte. Und wieder drei Luftmaschen und drei Stäbchen. Passt immer auf das Blütenblatt auf. Zieht es zur Not wieder raus, falls es euch reingerutscht ist. Eins. Zwei. Drei. Drei Luftmaschen und eine Kettmasche. Jetzt wird es langsam hier drin schon etwas eng und kuschelig. Und festgemacht.
So, und schon haben wir hier ein wunderschönes vierblättriges Kleeblatt. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Stängelchen. Also wenn wir jetzt hier so schauen, jetzt habe ich hier noch so ein kleines Stängelchen, was wegführt. Ihr könnt es aber auch natürlich schon so verwenden, wenn ihr das gerne wollt. Ich mache jetzt noch mein Stängelchen. Und dafür mache ich jetzt einfach 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, das reicht mir schon von der Größe. Jetzt könnt ihr das Ganze noch ein bisschen in Form zupfen. So. Wer mehr Luftmaschen machen möchte, also sprich ein längeres Stängelchen, der macht einfach noch ein paar mehr. So, und das können wir jetzt schon unserem kleinen Schatz auf die Mütze nehmen. Einfach hier so drauf. Ihr könnt dann auch das Stängelchen so ein bisschen gewölbt annähen. Also wie ihr seht, bei mir macht es hier nochmal so einen kleinen Bogen nach oben. Ihr könnt es aber auch gerade nach unten annähen, so wie es euch gefällt. Ich mache das jetzt bei ihm mal gerade und nach unten, dann haben wir eins mit gekringelten Stängelchen und eins mit gerade nach unten. Und dann nehmen wir das einfach so ein kleines bisschen an. Und nähen uns jetzt hier einmal drumherum. Und nach dem Annähen haben wir unser Mützchen dann auch schon fertig. Und wenn wir unserem kleinen Schatz die jetzt so aufsetzen, den Bart habe ich immer noch nicht angenäht. Der ist immer noch nur angesteckt. Zusammennähen tue ich dann gleich, wenn wir auch unsere Näschen haben. Weil dann können wir nämlich die Mütze so schön auf die Nase legen und den Bart dann der Nase anpassen. Und wir passen jetzt alles um die Nase drumherum an. Also schnappen wir uns ein bisschen rosa. Schlagen unsere Luftmasche an, machen den Magic Ring oder wer das nicht mag, einfach 4 Luftmaschen und die mit einer Kettmasche zum Kreis schließen und in den Magic Ring oder in unsere kleinen Kettmaschenkreis kommen dann 6 feste Maschen. So, und jetzt hier rein 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. So, meine Lieben, als nächstes verdoppeln wir jede Masche. Also kommen jetzt in die erste Masche, kommen 2 Maschen rein. In die zweite Masche kommen 2 Maschen rein. Danach in der Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Also in die erste Masche kommt danach in die Runde dann nur eine Masche und in die zweite dann 2. Kriegt eine richtig schöne kleine dicke Knollnase. So, jetzt kommt die Runde, wo jede zweite Masche verdoppelt wird. Also in die erste eine feste Masche. Und jetzt in die zweite Masche 2 feste Maschen. Und dann wieder eine. Und dann wieder 2. Übrigens, wir sind schon fast fertig mit der Nase. Eine. Und 2. Eine und 2. Eine und 2. Eine
und 2. So, jetzt kommt in jede Masche eine Masche. Das heißt jetzt keine Verdopplung. So, meine Lieben, und jetzt fangen wir mit unseren Abnahmen an. Wir nehmen jetzt jede erste und zweite Masche. Nein, jede zweite und dritte Masche zusammen. Entschuldigt, da bin ich nach einer Zeile verrutscht. Das heißt, in die erste Masche kommt eine feste Masche und in die 2 und in die 3 wird zusammen eingestochen und wird zusammen abgemascht. Nochmal, eine feste Masche. Und jetzt Masche 2, wir stechen ein, holen uns den Faden, stechen in Masche 3 ein, holen uns den Faden und abgemascht. Ja, da wisst ihr jetzt schon, was als nächstes kommt. In der nächsten Runde maschen wir nämlich jede Masche miteinander ab. Da brauche ich jetzt gerade wirklich einfach nur in meinen Aufzeichnungen verrutscht. So, Marker umgesetzt. Und jetzt jede Masche miteinander. Das heißt in die 1 rein und in die 2 rein und zusammen abgemascht. In die 3 rein und in die 4 und abgemascht. In die 5 und in die 6 und abgemascht. In die 7 und in die 8 und abgemascht. In die 9 und in die 10 und abgemascht. Wenn man durchkommt, jetzt. Und in die 11 und natürlich auch in die 12 und abgemascht. So, jetzt kommt das Ekligste an der ganzen Geschichte. Wir müssen die Nase wenden. Das fand ich bei der schon so schlimm. Aber wir kriegen das hin. So, und jetzt seht ihr auch schon, zieht sich unsere Nase durch das Wenden ein bisschen in die Länge und sieht ein kleines bisschen rüsselartig aus. Entschuldigt, ich weiß nicht, was gerade los ist, ob ich mit dem Gedanken noch beim Nachbarn bin. Ich hoffe, sie hatten ihren Spaß. So, weiter geht's. Ein bisschen Stopfwatte hinein. Faden abschneiden. Ja, und jetzt ist die Qual der Wahl. Wo packen wir was hin? Wo machen wir unsere Nase hin? Wo machen wir unser Bärtchen hin und unsere Mütze? Also, ich nehme jetzt erstmal hier die ganzen Stecknadeln raus, dass wir uns nicht wehtun beim Ausprobieren. So, die Nase kommt so in das Bärtchen, genau in dieses V hinein. Und das Ganze würde ich dann sagen, so an den kleinen Schatz. Das guckt euch jetzt einfach an, wie es euch am besten gefällt, wie ihr es am liebsten mögt. Setzt es einfach mal zusammen und das Hütchen kommt dann so drauf, dass es auf der Nase liegt. Also sprich, die Nase muss ungefähr hier so hin. Dann liegt das Hütchen schön drauf und das Bärtchen muss dann so festgemacht werden. Ja, das sieht süß aus. Also dahin die Nase. Ich lasse meinen Finger jetzt mal da. Stecknadel rein. Und jetzt können wir anfangen zu nähen.
Ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich es gemacht habe. Das ist wirklich nur, wie gefällt es euch am besten. Und so bringt ihr das Ganze dann auch an. Das heißt, hier soll die Nase hin. Und wenn ihr es ein bisschen tiefer habt, ist das auch überhaupt kein Drama. Jeder Wichtel darf aussehen, wie er aussehen möchte. So, jetzt gucken wir nochmal, ob uns das so gefällt. Hütchen drauf. Bärtchen drunter. Ne, ist doch bildschön, schaut mal. Wir haben beide so ein bisschen ein Rüsselnäschen, aber das macht doch gar nichts. Ich finde das süß. Im Moment können wir unserem kleinen Wichtelchen noch wunderschön nach Lust und Laune an der Nase ziehen. So, jetzt noch ein bisschen weiß abgeschnitten, um das Bärtchen anzunehmen. Ja, ich mache die zwei Sachen jetzt mal schnell fertig und wir sehen uns dann gleich wieder. So, hier beim Hut nehme ich euch jetzt nochmal das letzte Stück mit. Einfach, dass ihr seht, dass ich nicht direkt unten an der Hutkrampe nähe, sondern ein Stückchen weiter oben. Das hat einfach den Grund, dann ist die Hutkrempe wie bei dem hier noch ein bisschen locker. Und man kann sie noch schön biegen, dass es dann süß auf der Nase liegt. Aber ihr seht einfach so ein Stückchen weiter oben. Ein Stich ist immer eine Masche versetzt, das heißt, hier bin ich rausgekommen und hier in der nächsten Masche setze ich gleich wieder rein. Aber mein Raustritt ist ein bisschen verschoben von der Länge her, so dass man einfach nicht so eine exakte Naht hat, die einem dann immer ins Auge sticht, weil das wollen wir ja auch nicht. So, da ist auch noch beweglich. Und da habe ich so eine ganz grobe Naht gesetzt. Das Ganze noch verstochen. Das können wir dann hier schön unter der Hutkrempe machen. Dafür klappen wir die einfach ein Stück nach oben und können das jetzt hier ganz toll verstechen. Und das sieht hinterher auch kein Mensch mehr. So, und jetzt können wir den kleinen Kerl noch ein bisschen in Form bringen. Also sprich nicht mehr diesen runden Körper, wie wir es jetzt die ganze Zeit stehen hatten, sondern ein bisschen nach oben drücken, den Bart noch ein wenig schön streicheln, die Mütze ausrichten und fertig ist der kleine Kerl. Ist der nicht süß? Gut, es macht schon einen ganz schönen Unterschied. Also die Mütze wirkt hier höher als hier. Das liegt nur an dem Kleeblatt und ich habe hier die Mütze auch noch ein Stück tiefer angesetzt, dass die sich hier mehr um die Nase kringelt. Wie ihr seht, das geht hier einmal fast um die Nase drumherum, da einmal die Hälfte. So habe ich hier die Mütze angesetzt und hier ist sie nicht ganz so tief. Und deswegen wirkt die Mütze jetzt bei dem länger als bei dem, aber sie sind genau nach der gleichen Anleitung. Also nach meinen Aufzeichnungen. Nach ihm habe ich ja die Aufzeichnungen gemacht. So, jetzt drücken wir ihn noch ein bisschen gerade. Aber da seht ihr schon mal wunderschön, wie unterschiedlich sie wirken. Einmal mit dem dunkleren Gelb, einmal mit dem helleren Gelb und dann auch mit dem versetzten Anbringen der Kleeblätter. Obwohl so dolle versetzt ist es gar nicht, wenn man sich das so anschaut. So, dann können wir die Mütze auch noch nach hinten umklappen. Sieht auch total süß aus. Da. So, meine Lieben, ich hoffe, die zwei Kerlchen haben euch Spaß gemacht.
Und sie dürfen jetzt auch bei euch einziehen. Das würde mich mega freuen. Da hier die Mütze ist übrigens auch hohl. Die ist nur noch auch tiefer ins Gesicht gezogen. Also hier beginnt der Kopf hier. Und hier beginnt der Kopf erst hier. Da seht ihr das? Die sind auf gleicher Höhe. Hier ist der Kopf hier und hier ist er hier. Der ist hier bei dem einen guten halben Zentimeter tiefer ins Gesicht gerutscht. Als bei dem. Also da haben wir einen klitzekleinen Unterschied. Aber das könnt ihr euch ja einfach so anpassen, wie ihr das gerne mögt. Ich finde sie beide total süß. So, meine Süßen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir drei sagen euch jetzt einen wunderschönen Tag. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da, da würden wir drei uns wahnsinnig drüber freuen. Und ansonsten lasst die Kerlchen bei euch einziehen, die sind so knuffi. Okay, dann mache ich jetzt ein freundliches Winke-Winke in die Runde, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag.